Schwaben-Derby-Zeit in der Porsche Arena. TVB Stuttgart gegen den HBW Balingen-Waldstätten. Die Chance für den TVB, allerletzte Restzweifel am Klassenerhalt zu vertreiben. Und auf der anderen Seite sann der HBW aus Balingen auf Wiedergutmachung nach einer ganz bitteren Heimklatsche. Minus 13 gegen den THSV Eisenach. Es war ausgeglichen in der Anfangsphase. Lönn zum zwischenzeitlichen 5:5. Aber nicht fehlerfrei, das Angriffsspiel der Stuttgarter. Der Block von Danner und dann schaffte es Baling immer wieder ins Tempospiel zu kommen. Jerome Müller gegen den Ex-Club in der Hinrunde. Beim ersten Derby zwischen diesen beiden Mannschaften, da trug er noch das Trikot des TVB Stuttgart. Und es blieb weiterhin ausgeglichen. Toller Pass von Huber auf Grettersson. Und der HBB kommt erneut zum Ausgleich. Stuttgart etwas effizienter, auch mit der besseren Torhüterleistung im ersten Abschnitt. Aber sie mühten sich zu einer knappen Pausenführung. Sieger hier zum 13:12 nach 30 Minuten. Zwei Tore Führung für die Gastgeber 14:12. Aber das sah alles schon wesentlich besser aus im zweiten Spiel unter Interimstrainer Tobi Hotz. Das Debüt gegen Eisenach ging noch deutlich daneben. Start in die zweite Hälfte und der TVB Stuttgart wirkte schärfer, klarer in den Offensivaktionen. Kai Häfner mit der 4-Tore-Führung. Und man hatte Mitte des ersten Durchgangs das Gefühl, jetzt sind sie entscheidend weg, die Stuttgarter. Und Baling muss abreißen lassen. Aber dann kam plötzlich doch noch Mohamed El-Taya ins Spiel. Schwache erste Hälfte von ihm, aber dann war er zur Stelle. 8 Paraden insgesamt vom Ägypter im zweiten Abschnitt. Und das brachte den HBW wieder ins Spiel. Fortan ganz andere Körpersprache wieder bei den Balingern. In doppelter Überzahl spielen sie sauber aus. Volz verkürzt auf 2. Es war ein Auf und Ab aus Sicht des TVB in dieser Partie. Und der HBW fand sein Körperherz wieder. Mit dem 7. Feldspieler kommen sie bis auf ein Tor ran durch Elias Huber. Hochspannung in der Schlussphase beim Schwaben-Derby. Alles plötzlich wieder möglich. Aber dann bekommt der TVB den 7 Meter, 23 Sekunden vor dem Ende. Und Patrick Sieger hat die Nerven. 30:27 am Ende für den TVB Stuttgart nach einer hitzigen Schlussphase im Derby. Glückwunsch und der sichere Klassenerhalt für den TVB. Ja, heißes Spiel. Wir haben erste Halbzeit war beide Mannschaften haben gut gespielt. In beide Richtungen war Tempo war nicht so hoch. Wir haben beide nicht so viel Fehler gemacht. Ballinger war besser im Gegenschluss erste Halbzeit. Dann in Anfang zweiter Halbzeit, wir machen ein bisschen Vorteil. Es war plus 3, 4, 5 Tore, ich kann mich erinnern gut, aber dann natürlich, wenn du bist nicht konzentriert, immer 60 Minuten, dann kommt immer ein paar Fehler, ein paar entspannte Situationen. Torhüter von Balingen hat ein paar Bälle gesammelt und natürlich dann kommt Stimmung bei Balingen Mannschaft und dann ist immer schwer zu spielen. Die letzte Viertelstunde war richtig heiß, da war richtig Feuer drin und das ist eigentlich das, was ein Derby ausmacht. Wir haben uns da, glaube ich, nichts geschenkt und jeden Zentimeter gefightet und haben wirklich dann nochmal geschafft, ranzukommen. Und wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, gehen wir vielleicht sogar in Führung oder haben den Ausgleich in der Hand. Ja, und zum Abschluss noch das Bild des Tages. Die beiden haben zusammen 7 Jahre in Melsungen gespielt, Marino Maric und Felix Danner. Nach so einem heißen Derby trotzdem noch das Bussi. Genauso ist der Handball. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.